Die dritte Liga, kennen Sie sich auch gut aus. In der dritten Liga, da hat Rostock gestern ja schon in Unterhaching gewonnen, war über Nacht Tabellenführer. Heute ist Dynamo Dresden mit einem Sieg vorbeigezogen, steht als Aufsteiger jetzt fest. Hansa hat 2 Punkte weniger als Dresden. Die Rostocker, die brauchen dank des Unentschiedens heute von 1860 München nächste Woche im letzten Saisonspiel gegen Lübeck unter normalen Umständen, sagen wir mal, nur einen einzigen Punkt, dann wären sie aufgestiegen. Und für dieses große Saisonfinale haben sich Verein, Stadt und Polizei was ganz Besonderes ausgedacht, was die Fans vermutlich riesig freuen würde, was aber Alexander Kops noch nicht final entschieden ist. Hier soll am Samstag die große Aufstiegssause steigen. 7500 Hansa-Fans dürfen sich Hoffnungen machen, dabei zu sein, wenn ihr Verein womöglich nach 9 Jahren den Sprung zurück in die zweite Liga schafft. Wenn Hansa aufsteigt, wird gefeiert. Wir haben nun die Wahl, wollen wir viele kleine diffuse Partys oder eine große mit klaren Regeln? Ich bin für die große Feier im Stadion, sagte Rostocks Oberbürgermeister Matzen. Wie unkontrolliert gefeiert wird, hat man gestern gesehen. Am späten Nachmittag mitten auf der Autobahn 9. Das Video anscheinend aufgenommen aus dem Rostocker Mannschaftsbus. Der Bus ausgebremst von rund 30 Pkw mit etwa 100 Hansa-Anhängern. Unverantwortlich, Ermittlungsverfahren sind eingeleitet. 200 Polizeibeamte waren im Einsatz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Hansas Vorstandschef Marin bezeichnete die Aktion als dumm, sagte, das hätte nicht passieren dürfen. Schon zuvor beim Spiel in Unterhaching wurde wenig auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet. Knapp 250 Hansa-Fans verfolgten den 1:0-Sieg vor dem Stadion. Der Relegationsplatz ist durch das Tor von Türpitz sicher. Jetzt geht's gegen Lübeck um den direkten Aufstieg. Wir warten ja schon alle sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht, dass die Stadien wieder auf sind, dass unsere Fans uns im Stadion unterstützen können. Und es wäre natürlich sagenhaft. Der Inzidenzwert in Rostock liegt momentan bei 44,5. Voraussetzungen für einen Einlass von tausenden Zuschauern sollen ein negativer Schnelltest und eine Registrierungspflicht sein. Zudem soll Maskenpflicht und Alkoholverbot herrschen. Skepsis bleibt. Ich glaube nicht, dass da jetzt in Größenordnung dann Zuschauer ins Stadion dürfen. Vielleicht ein paar hundert, aber mehr wird es dann auch nicht. Also so diese Atmosphäre, die wir halt im Ostseestadion kennen, wird nicht da sein. Ob die Party doch größer ausfällt, entscheidet sich morgen bei einer Videokonferenz zwischen Vertretern von Verein, Polizei und Landesbehörden. Sie kennen dieses Klima in Rostock. Für die Fans wäre es natürlich eine Riesenaktion. Was halten Sie von dieser Aktion? Ja, für die Fans würde es mich freuen, wenn sie an dem Spektakel teilnehmen könnten und im Erfolgsfall auch mitfeiern können. Aber ich sehe es trotzdem ein bisschen skeptisch, weil eine große Party, der Oberbürgermeister hat es grundsätzlich erstmal von der Idee her richtig gesagt, aber schließt dann nicht aus, dass es trotzdem anschließend kleinere Partys in der ganzen Stadt gibt, die dann auch vielleicht ausarten können, wie auch immer. Alkoholverbot ist auch ein Thema, ja, einen Aufstieg zu feiern ohne Alkohol. Dass sie auch mal ein Fragezeichen stehen. Also da gibt es schon noch ein paar Hausaufgaben zu lösen, ehe es dann soweit ist. In Dresden hat man heute die Bilder gesehen. Das sind ja auch Fans, die nicht immer ganz einfach sind, sage ich mal. Da ist das ein bisschen eskaliert heute auf der Straße. Da wurden Beamten auch angegriffen. Tja, was hat man für Chancen überhaupt, das, weiß ich nicht, im Vorfeld zu kontrollieren? Ja, der Vorstandsvorsitzende, Herr Marin, hat es gerade auch gesagt, dumme Aktion, aber es ist einfach nicht zu verhindern. Du kannst nicht die Verantwortung übernehmen für viele tausend Fans. Du kannst es noch so gut vorbereiten, du kannst dir Gedanken machen, das machen die Leute dort, die die Verantwortung haben, aber ganz verhindern kannst du es nicht. Es ist aber wirklich tragisch, wenn Dresden zum Beispiel heute aufsteigt und dann ja einfach das Image weiter Schaden nimmt durch solche Aktionen. Mhm. Jens Hertel, der als Trainer, der gilt manchmal so ein bisschen, ja, viele wissen gar nicht so genau, wie der tickt. Jetzt hat der, oder schafft er vielleicht auch den Aufstieg mit Rostock, hat das in Magdeburg schon 2-mal geschafft. Was hat er so für einen Anteil, was ist sein Verdienst an dieser ganzen Entwicklung da in Rostock? Ja, man kann sehen, seitdem er da ist, ging es kontinuierlich bergauf. Schritt für Schritt, nicht mit ganz großen Schritten, sondern Step by Step. Ja, und das strahlt er auch aus, dass er genau weiß, was der Plan ist, was notwendig ist, um diesen Weg so zu gehen, so erfolgreich zu gehen. Und er ruht in sich. Das ist in dieser aufgeregten Liga ganz, ganz viel wert. Ja, da musst du einfach ruhig bleiben. Du musst über die 38 Spieltage denken und nicht dich euphorisieren lassen, wenn es besonders gut läuft oder auch nicht am Boden zerstört, wenn es mal nicht so läuft. Weil es immer Phasen gibt bei 38 Spielen, wo es vielleicht 3-4 Mal nicht so funktioniert oder dann auch wieder ruhig bleiben, sachlich bleiben. Und das strahlt er aus. Und das ist er vom Typ her. Und das färbt auf die Mannschaft ab.
Wir sind super gespannt auf dieses nächste Spiel. Sie sind mit dabei, Stefan Böger. Vielen Dank für heute erstmal. Wir freuen uns auf Sie in diesem letzten Spiel, denn wir übertragen diese Partie live. Rostock gegen Lübeck am Sonnabend in der kommenden Woche. Schon ab 13.30 Uhr ausnahmsweise mit dem Experten Stefan Böger. Und wir hatten Ihnen am Anfang der Sendung gesagt, dass wir